Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Hier ist Radio Frankfurt am Dienstag. Gestern kleine Chef on Air Pause. Heute aber wieder eine neue Runde. Und heute ist Carsten Otto bei mir. Hallo Carsten, geht's dir gut? Ja, hallo. Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Wunderbar. Du hast gerade schon gesagt, da bin ich einmal so weit hier oben und wollte den Ausblick genießen. Ja, ist heute ein bisschen schwierig, ne? Du siehst viele Regentropfen an sehr den Scheiben. Triste, ja. Na gut. Aber wir sind ja auch heute nicht hier, um übers Wetter zu sprechen. Nee, wir sprechen heute nämlich eine Stunde lang über dein Unternehmen, ja, Otto ID Solutions. Und wahrscheinlich war jeder von uns schon mal in einem Krankenhaus oder ist schon mal in einem Krankenwagen mitgefahren. Und ihr tragt tatsächlich dazu bei, dass vieles da noch viel besser wird. Wie genau? Das klären wir hier in der kommenden Stunde. Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Dienstagmittag und heute ist wieder ein neuer Chef on Air hier zu Gast bei mir. Carsten Otto, der Geschäftsführer von Otto ID Solutions hier bei uns in Frankfurt. Ihr seid darauf spezialisiert, dass mithilfe von modernen Technologien Dinge einfacher werden. Genau. Unter anderem in wichtigen Bereichen wie im Krankenhaus oder im Rettungsdienst. Carsten, erklär uns doch einfach mal generell, was macht ihr genau? Ja, das ist digitale Prozessüberwachung, nennen wir das. Das heißt, wir sind Prozessmanager und nutzen Technologien wie RFID, um Produkte, Geräte, Material, Prozesse zu überwachen und die ganzen Prozessflüsse transparent zu gestalten. Also im Rettungswagen zum Beispiel, medizinisch-technische Geräte oder im Krankenhaus, dass wir einfach wissen, wo die sind, was es ist. Wie lange ist es haltbar und kann ich das noch einsetzen? Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe auf jeden Fall auch. Ja. Und wie lange macht ihr das jetzt schon? 2018. Januar 2018 mit der Firmengründung gestartet, März dann offiziell als Unternehmen angemeldet und seitdem War so für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt so eine Firma, wie kam das? Naja, das war durch meinen vorherigen Arbeitgeber, hatte ich viel mit RFID zu tun. Ich war auch im Prozessmanagement tätig, im Bereich Operations und habe früher mal im Rettungsdienst gearbeitet, viele Jahre. Ja. Und da kamen einfach ein paar Dinge zusammen, wo ich gesagt habe, das könnte man doch im Rettungsdienst auch einsetzen. Und das würde unsere Arbeit deutlich erleichtern. Und dann ist irgendwann die Idee gewachsen, Mensch, wenn es keiner macht, das gibt es noch nicht auf dem Markt, dann... Ja, finde ich halt. Auf jeden Fall sehr gut. Dann doch der Schritt in die Selbstständigkeit. Hast du da lange drüber nachgedacht oder wie kam dann dieser Schritt? Ja, über Selbstständigkeit habe ich schon lange nachgedacht. Okay. Früher schon andere Geschäftsideen, habe die aber nie umgesetzt. Was das angeht, ja, das hat so ein Jahr gereift, bis dann irgendwann eine Situation auch mit meinem alten Arbeitgeber da war, zu sagen, okay, jetzt ist ein guter Moment, um sich selbstständig zu machen. Die Idee ist da, ich weiß ungefähr, was ich machen will. Und dann, ja, so ein gutes Jahr habe ich überlegt. Wie wurde das zu Hause aufgenommen? Haben sich da alle gefreut oder gab es da Stress? Und man hat gesagt, wie kannst du nur? Na, eigentlich gar nicht. Also meine Frau, Familie waren ja immer schon eng eingebunden. Die Idee ist ja gemeinsam gereift. Ne? Also, dass ich mich selbstständig machen will, das ist schon lange klar gewesen. Okay. Und jetzt war halt eine Idee, ein Produkt, eine Leidenschaft da, die einfach Sinn gemacht hat. Und insofern war das relativ entspannt zu Hause. Ja. Sehr gut, Gott sei Dank. Stress mit der Frau ist immer schlecht. Was ist denn eigentlich, was unterscheidet eure Technik denn so von anderen smarten Systemen? Na, grundsätzlich schauen wir uns die Perspektive des Prozesses an. Also wir sind jetzt kein RFID-Hardware-Hersteller oder Lieferant, sondern wir sind Prozessmanager und wir gucken uns die Arbeitsweise der jeweiligen Branchen an. Rettungsdienst zum Beispiel, da komme ich ja auch her. Ja. Ich weiß, wie so ein Einsatz abläuft und ich weiß, wie man halt Arbeit vereinfachen kann. Und dann suche ich mir die richtigen Technologien raus, die jetzt einen Mehrwert bringen. Und das ist schon ein Unterschied, dass wir halt einfach nicht nur RFID-Drucker oder Hardware liefern, sondern es gibt ein komplettes Konzept. Mit Prozessmanagement, mit Systemintegration, Software gehört dazu, dass man eine schöne User-Interface hat, dass halt die Anwender auch wissen, was sie zu tun haben. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, dass du da die Sachen, die du vorher gemacht hast, damit einbringen kannst. Genau, ne? Ja. Wunderbar. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer drüber. Wir wollen jetzt erst noch ein bisschen Musik hören. Und bei so einem tristen und grauen Wetter passt der Song eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir den Sommer so ein bisschen damit anlocken. Surf Misa zusammen mit Emily und I Love You Baby. Und wir hören uns hier gleich wieder bei Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Und wir sprechen heute mit Carsten Otto. Er ist mein Chef on Air heute am Dienstag und der Geschäftsführer von Otto ID Solutions. Ihr kümmert euch darum, dass manche Abläufe mit Hilfe von Technik einfacher werden. Zum Beispiel, dass man im Krankenhaus immer genug Materialien vorrätig hat. Aber seid ihr denn generell nur im medizinischen Bereich tätig oder wo noch so überall?
Ja, nicht nur im medizinischen Bereich. Also wir haben natürlich Rettungsdienste und Krankenhaus, auch Arztpraxen als Hauptbranche. Ja. Aber wir sind auch in der textilen Dienstleistung unterwegs. Da habe ich auch früher gearbeitet als Operations Manager. Das heißt Großwäschereien, überall da, wo Wäsche zum Einsatz kommt. Da geht es auch in Hotels oder in die Gastronomie mit rein. Berufsbekleidung ist ein ganz breites Feld, Reinraum. Und da gibt es halt auch ein paar Überschneidungen. Rettungsdienst braucht auch Berufsbekleidung. Das stimmt. Und so kommen dann ein paar Branchen zusammen. Auf jeden Fall. Also sehr viel seid ihr in verschiedenen Bereichen unterwegs. Jetzt ist Digitalisierung ja kein neues, aber immer noch ein sehr wichtiges Thema. Was glaubst du denn, was in Zukunft sich da noch alles tun kann, beziehungsweise was dafür erfüllt werden muss? Wie blickst du so auf das Thema Digitalisierung? Ja, also ich denke, Transparenz ist immer der Schlüssel zu allem. Big Data nennt man es auch, oder Internet of Things. Ich glaube, dass wir uns da in der Richtung immer schneller jetzt auch weiter bewegen. Es gibt immer mehr Technologien, die miteinander kommunizieren können. Mhm. Und je transparenter ein Prozessablauf ist, umso effizienter kann man den gestalten. Und ich glaube, da geht die Reise hin, dass man auch miteinander, mit das Geräte miteinander kommunizieren. Mhm. Corona beschleunigt da ja auch einiges an Technologien. Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Seid ihr eigentlich mit euren Technologien weltweit einzigartig? Nein, also RFID als Datenträger gibt es natürlich schon auf der ganzen Welt, in vielen verschiedenen Einsatzgebieten. Optische Erkennung gibt es schon. Was einzigartig ist, sind die Branchen, in denen wir sind und der Zusammenhang eben mit dem Prozessmanagement, den wir machen. Das heißt, Daten erfassen, die Prozesse entsprechend gestalten und dann die Software dazu bauen, damit dann die Prozesse auch effizient ablaufen. Aber eure Technologien, die werden auf der ganzen Welt genutzt? Ja, genau. Wunderbar, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Jetzt hast du mir vorhin verraten, nach unserem Chef-on-Air-Date hier gehst du gleich noch ins Büro. Du hast nämlich Vorstellungsgespräche zu führen. Ihr sucht gerade neue Leute. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Müssen die Leute, die da gleich zu dir kommen, bibbern? Bist du ein sehr strenger Chef oder bist du eher lockerer und cool? Nein, ich bin überhaupt nicht streng. Also für mich ist Teamwork das A und O. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Menschen auch zu uns passen, dass das ein junges, dynamisches Team ist. Muss auch nicht vom Alter her jung sein, sondern einfach auch kreativ, lösungsorientiert. Das ist eigentlich das, was wir suchen. Ne? Also auch immer think outside the box. Ja. Nicht alles akzeptieren, was heute Sache ist, sondern auch schauen, dass man neue Ideen sich eben einfallen lässt. Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Däumchen, dass da heute die passenden Leute mit dabei sind. Okay. Und ja, es ist ein bisschen Zeit für Musik, oder? Wir hören ein bisschen Musik. Marshmello zusammen mit Bastille und Happier jetzt hier im Radio Frankfurt. Supermix. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ja, und der Dienstagmittag, der ist heute ganz besonders spannend. Mein heutiger Chef ist hier Carsten Otto. Wir reden über dich und deine Firma Otto ID Solutions. Während Corona haben wir jetzt erstmal alle so richtig gemerkt, wie wichtig digitale Lösungen sind. Hat euch die Corona-Krise eigentlich auch in irgendeiner Form beeinflusst? Bestimmt, oder? Erzähl uns davon. Ja, total. Also wir waren ja im dritten Jahr, als Corona dann kam. Das war für uns schon eine schwierige Zeit, weil vor allen Dingen die Kunden, die wir haben, natürlich im medizinischen Bereich erstmal alles zugemacht haben. Mhm. Das heißt, da durften wir dann auf einmal nicht mehr rein und wir haben halt auch einen sehr großen Kunden, einen Kundenstamm in den USA. Mhm. Da durften wir auf einmal auch nicht mehr hin. Das heißt, schwierig. Wir waren eigentlich von einer riesen Erfolgswelle von jetzt auf gleich im Krisenmanagement und das war schon erstmal eine sehr heftige Zeit. Ja. Aber wie sieht's jetzt aus? Ja, wir sind zufrieden. Also wir sind insgesamt gut durch die Krise gekommen, natürlich auch mal ein paar Hilfsmittel bekommen, auch von staatlicher Seite viel Unterstützung auch hier von der Stadt Frankfurt, Wirtschaftsförderung, die uns auch mal mit Rat und Tat zur Seite standen und ja, eigentlich sind wir sehr zufrieden, gut aufgestellt, viele Potenziale jetzt für die Zukunft. Wahnsinn, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, gerade so in der medizinischen Branche, ne, wo das alles so wichtig ist, wäre das dann tatsächlich gar kein Problem gewesen. Also bin wirklich ein bisschen überrascht, aber wir blicken in die Zukunft, denn bald gibt es ja auch ein neues Produkt von euch, das LeanWave Medicap. Was genau ist denn das und wie funktioniert's? Ja, ist eigentlich relativ einfach. Das ist ein Schranksystem, in dem wir medizinisch-technisches Gerät überwachen. Das ist dann eine automatische Materialwirtschaft. Was? Kannst du dir so vorstellen, der Schrank zählt einfach, was er da hat. Es gibt eine Sollliste und ich gleiche ab, was mir fehlt. Und wenn was fehlt, dann wird die Stationsleitung informiert und es wird und kann automatisch nachbestellt werden. Ach was, das ist ja mal super praktisch. Wahrscheinlich dann auch gerade so in Krankenhäusern. Genau, ne? Krankenhäusern, also überall da, wo, ich sag mal, Verfallsdaten, medizinische Produkte unterwegs sind, wo Chargen eine Rolle spielen, ja, wo halt auch die Verfügbarkeit gewährleistet sein muss. Wahnsinn, eine sehr, sehr coole, innovative Sache, die man auch, also die auch sehr nützlich ist, ne? Aber das ist also das neue Produkt, das
bekommen wird. Aber gibt es in der Vergangenheit vielleicht irgendein Produkt, wo du sagst, ah, ich finde alles cool, was wir machen, aber darauf, da bin ich irgendwie besonders stolz? Ja, definitiv. Also eines der größten Herausforderungen, die wir schon am Anfang hatten, war halt eben dieser Rettungswagen, den wir gebaut haben. Da waren wir sehr glücklich, dass wir da auch einen Auftrag für gekriegt haben. Mhm. Wir haben von vielen gesagt bekommen, das wird man so nicht hinbekommen. Mhm. Aber wir haben es geschafft. Letztlich haben wir einen Rettungswagen gebaut, der halt Verbrauchsmaterial als auch medizinisch-technisches Material selbstständig überwachen kann und der Besatzung Rückmeldung gibt, was fehlt und was aufgefüllt werden muss. Also voll digital. Voll digital. Das ist ja richtig, richtig cool. Habe ich auch noch nie gehört. Also ich lerne hier heute auch ganz, ganz viel dazu. Jetzt bist du ja noch nicht ganz so lange selbstständig. Seit 2018 haben wir gehört, genau, ne? Ja. Gab es da vielleicht auch mal so den ein oder anderen Rückschlag oder lief immer alles super? Corona war der große Rückschlag. Also bis dahin hatten wir auch viel Glück, ja. Vielleicht auch Glück des Tüchtigen, ich weiß es nicht. Mhm. Als wir die Firma gegründet haben, hatten wir gleich einen großen Kunden in den USA, der im Prinzip auch die Startup-Phase wirklich gut durchfinanziert hat. Ja. Und wir haben eigentlich bis zum Eintreten der Corona-Krise alle Entwicklungen weitestgehend selbst finanziert, aus eigener Leistung. Und insofern sind wir eigentlich wirklich sehr, sehr gut gestartet. Also zufrieden. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Chef on Air heute mit Carsten Otto von Otto ID Solutions hier aus Frankfurt. Ihr habt schon viele spannende Lösungen mithilfe von smarter Technik entwickelt. Du hast ja von eurem automatisch nachfüllenden Krankenhausschrank und eurer Weltneuheit, dem voll digitalen Rettungswagen, gesprochen. Aber was geht denn so in Zukunft? Ist da auch schon irgendwas in Planung? Kannst du schon was verraten? Ja, also wir werden die Konzepte, die wir haben, natürlich immer weiter ausbauen. Also der Schrank im Klinikum zum Beispiel, da wird es ein Ausbuchsystem geben, dass man in den OPs auch nachweisen kann, was ist denn verbraucht worden in der OP bei den Patienten, auch da zu gucken, dass die Dokumentationspflicht erfüllt wird. Wir gehen weiter rein in die Materialwirtschaft, in die Versorgung auch von Wachen, nicht nur Rettungswagen, sondern dass da die komplette Prozesskette geführt wird. Da haben wir einiges in der Pipeline.